So, ich freue mich, mit Ihnen, Herrn Paul, zu sprechen jetzt. Sie halten die Keynote von der Konferenz heute. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was Sie an der Konferenz so interessant finden und warum Sie auch die Keynote halten. Ja, warum ich die Keynote halte, müssen Sie die Organisatoren fragen. Nee, was ich interessant finde, und darüber habe ich mich auch selbst mit beschäftigt, ist eben die Frage, was ist die Rolle des Dekans und der Fakultäten in einer modernen Universität? Und da geht es um die Frage vor allem in Englisch Academic Management, weil ich der Meinung bin, dass Universitäten sind Einrichtungen, die auch von einer akademischen Leitung bedürfen. Und da spielen eben die Dekane eine besondere Rolle. Mhm. Und deswegen ist auch das Wort Management für einen Dekan soll kein Fremdwort sein, sondern auch etwas sein, das er oder sie dann auch aktiv übernimmt. Sonst tun es andere, die davon weniger Ahnung haben. Sie sind in Maastricht an der Universität und haben Sie das Gefühl, dass das holländische System anders ist als hier in Deutschland? Ja, sicher. Es gibt in Niederlanden flachere Hierarchien. Das werde ich auch heute in meinem Keynote-Vortrag berichten. Die gerade auch die Zusammenarbeit zwischen Universitätsleitung und Fakultätsleitung und natürlich auch mit der gesamten Universität doch um einiges leichter umsetzen kann, als ich es in Deutschland gewohnt war. Somit haben Sie wahrscheinlich auch als Universitätspräsident ein relativ enges Verhältnis zu den Dekanen der Fakultäten. Ist es für Sie in Ihren Aufgaben trotzdem ein sehr großer Unterschied zu dem, was Sie als Dekan gemacht haben? Oder ist es einfach nur auf einer anderen Ebene? Ja, eben das Zweite. Das ist eben gerade kein so großer Unterschied. Wir haben in Maastricht ein sogenanntes Management-Team. Das ist das Präsidium und die Dekane. Mhm. Und wir betrachten es eigentlich als die Einheit, die gemeinsam die Strategie der Universität ausführt. Mhm. Da gibt es eben unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Mhm. Das Präsidium ist eben für die Gesamtstrategie verantwortlich und die Dekane für die Umsetzung dieser Strategie in den Fakultäten. Und das heißt, Sie planen im Prinzip immer eine Gesamtstrategie und darauf aufbauend einzelne Strategien für die Fakultäten, oder wie funktioniert das? Auch andersrum, ja. Dass wir versuchen, eben auch die Fakultätsstrategien in ein Gesamtbild einzufügen. Mhm. Und wenn das eben das Gesamtbild zu löchrig ist, dann mit den Fakultäten gemeinsam darüber zu sprechen, wie es noch besser eingefügt werden kann. Mhm. Also sowohl top-down als auch bottom-up. Mhm. Und vielleicht nochmal für Sie oder von Ihnen eine Einschätzung. Was glauben Sie, was ist das Allerwichtigste, was ein Dekan machen muss, was er können muss? Ja, auch das hätte ich in meinem Vortrag sagen. Ich glaube, es ist eine gewisse Professionalität für viele, die wie ich, nicht als Professor in so ein Amt kommen, dass man sich auch dieser Aufgabe als Manager stellt. Das ist ja manchmal dann so ein Wort, will ich nicht gerne, aber es ist es leider so. Und zweitens denke ich, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Man muss als Dekan ist ein Mensch, der in der Mitte der Universität steht, der sowohl nach den Mitarbeitern, nach den Studenten etwas ausstrahlen muss, aber auch eben nach dem Präsidium. Und deswegen eine ganz wichtige Schlüsselfigur. Und ja, einige Eigenschaften, Loyalität, Professionalität und ich denke vor allem auch den Humor nicht verlieren. Und wie lernt man das? Ach, das kann man gar nicht lernen, deswegen muss man vielleicht die Dekane so aussuchen, dass sie einige dieser Aufgaben erfüllen. Auf der anderen Seite denke ich, dass gerade Konferenzen wie diese notwendig sind, um auch diese Fragen zu stellen, denn es ist es gibt ja keine Dekansschule. Viele von uns und die meisten machen das ja, weil sie durch die Organisation da in das Amt hineinwachsen. Und deswegen ist gerade das Thema Professionalisieren von Dekanen, und das können wir eigentlich nur selber tun, ein wichtiges Thema, das in dieser Konferenz, glaube ich, ganz zentral steht. Dann noch eine abschließende Frage. Was können wir von den Dekanen aus anderen Ländern lernen? Naja, Best Practices, sage ich mal, und vor allem auch nicht dieselben Fehler machen. Man muss ja das Rad nicht ganz neu erfinden. Und ich glaube, gerade das Lernen von verschiedenen Ländern aus verschiedenen Kulturen kann dazu beitragen, sich eben die Punkte rauszusuchen, die dann auch positiv sind für den eigenen Bereich. Dankeschön. Okay.